Hallo, der Marc von Pins für Mädelsfern. Bei mir ist die Julia. Hallo. Die Julia 3, ich war. Ja. Die Julia war schon bei mir für ein Septum. Genau. Da hat dich nicht gebraucht für ein Video. Ja. Und heute machen wir eine Gast für. Und dann trauen wir uns für die. Ja, schauen wir mal. Wollen wir die Leiden sehen? Nein. Soll ich mich nicht sehen? Ich bin draußen. Es ist aber am rechten Ohr. Mach ich. Ich drehe das jetzt genau so rüber. So, meine Liebe. Also, schau mal, das Abdecktuch passt zu deinem Kleid eigentlich, ne? Ja, voll. Mega. Ja. Also, Julia, ein Industrial auf dem rechten Ohr. Und dein Septum soll ich noch schnell anschauen, dass du dich gebeten, ob alles damit okay ist. Genau, das sind 4 Wochen her. Gibt es denn was, was nicht okay war? Nein, oder? Nein, ich habe es jetzt auch nach den ersten 2 Tagen schon bewegen können. Ja. Ganz auf den Herzen. Ja. Das war super. Ja. Und das Einzige, was ist, wenn ich das Piercing ein bisschen nach oben bewege oder so, weil ich spiele mich halt eben nicht gerne mit, dann tut es manchmal auf der linken Seite ein bisschen weh, auf der rechten nicht. Nicht. Schlapper. Das ist Hand. Das heißt, immer so rumfummelt. Glitzersteinchen oder nicht? Wie bitte? Glitzersteine für das Industrial oder soll es nicht glitzern? Achso, nein, keine Glitzersteine. Sieht toll aus. Ja, passt. Aber es ist erst 4 Wochen alt. Ja, ich warte ihn noch. Und genau, ne, weil du gesagt hast, du hast schon was gekauft. Genau, aber es kommt erst an, es ist noch in Lieferung. Und es ist aber nicht Crazy Factory, oder? Nein. Weil da müssen auch was. Es ist, muss wirklich guter Schmuck sein, achte genau. Da wirklich drauf. Nein, ich habe mir verschiedene Shops angeschaut und was da halt so passt. Ich glaube, mit Rubenstahl mache ich nicht viel falsch. Naja, das weiß man nicht. Wenn du auf Nickel allergisch bist, schon. Aha, weil da reinstampfen ist. Der Schwachsinn, weil den Schuhen steht immer die gesagt. Also wir machen auch den Piercing Megastore. Wir haben das meiste, was wir im Webshop haben, haben wir auch hier. Ja. Manche Sachen gibt es vielleicht mal hier, die gibt es im Webshop nicht und andersrum, das kann immer mal sein. Okay, ja. Aber wir würden zum Beispiel nicht schreiben, dass im Chirurgenstein kein Nickel ist. Das ist einfach nur gelogen. Okay. Schwachsinn. Ja. Und beim Chirurgenstein nehmen halt viele nicht nur den 316er, sondern mischen auch oft mit 308er dazu, also schlechteren Stahl. Dass der Nickelgehalt dann höher. Das kannst du als Kunde natürlich nicht wirklich prüfen. Okay. Und es ist natürlich echt mühsam, dass man da mit vielen Shops dann halt doch auch oft teuren Scheiß kauft. Okay. Aber das merkst du ganz einfach, wenn du es reintust und sich das Piercing auf einmal entzündet und blöd tut, dann wissen wir, aha, hoppala, da haben wir was. Ne? Ja. Kann das irgendwie betäubt werden oder war da schon was drauf zum Betäuben? Oh, weiß ich nicht. Geht nicht betäubt. Nein, nein. Oh. Das ist wirklich. Arme Julia, nein, es ist. Ich muss bleiben. Ja. Ich kann es aber, wenn du möchtest, extra langsam stechen. Das ist schnell wie möglich. Ach so, ja, dann. Nein, Spaß beiseite. Also, Kopf nur drin. Nee, weißt du, ich kann. Das Industrial kann ich nicht betäuben, weil. Bin ich gebrochen? Ich habe halt im Internet gelesen, dass es halt eines von den schlimmsten ist, wenn man es halt langsam durchstechen muss. Ja, also hast du vorher gesehen, wie die Rettung bei uns noch vorbeigefahren ist? Wo wir den Kunden rausgetragen haben? War das war der Industrial-Kunde. Echt? Ja, den haben wir gleich. Entspann dich. Mach doch einen Witz. Also ich sag's dir ehrlich, in Industrial, wenn wir jetzt, ich geb's zu, in Industrial tut schon mehr weh, klar. Mehr als ein Sektor. Stell dich auf jeden Fall noch ein. Ja, ja. 30% mehr. Aber ich schwör's dir, wir stechen es und du wirst sagen, okay. War kurz unangenehm, aber es ist diese Geschichten, dass du da fast stirbst oder am Stuhlzahn bist, ist einfach noch Blödsinn. Okay. Und du bist ja bei mir, ich mache das ja so oft und gut und ich verspreche dir das schon. Okay. Ich ärgere dich nur ein bisschen, es macht immer wieder Spaß, dich wieder zu tritzen, das ist nicht böse da. Ja, das glaube ich eh. Der Stab ist zu lang, absichtlich, damit wir den Stuhl länger haben, damit es schwellen kann. Genau. Kugel hast du ein bisschen ohne Stein? Ohne Stein. Dann sind wir 4 mm. Das dauert dann auch 6 Wochen, oder? Genau, also in 6 Wochen sehen wir uns wieder hier. Dann wechseln wir das Haus auf. Was führt das? Da kommt dann ein kürzerer Schmuck rein. Und den mache ich dir dann mal rein.
Okay. Wenn du das verkaufst, wenn du nicht irgendwo was verkaufst, auch schon bei uns, wenn du die anfängst zu verkacken, hast du richtig die Scheiße gemacht. Ja, da hat was gehabt, sehr schön. Beim Schritt, im September noch auch wunderschön. Ja. Ich bin nicht böse, wenn du was kaufst, das ist nicht falsch. Aber in Wahrheit, alles, was du irgendwo kaufst, haben wir eh. Ja. Also, es gibt nichts, was wirklich gut ist, was wir nicht haben. Okay. Was ich nicht habe, ist wirklich auch, klingt blöd, aber ist dann wirklich auch noch scheiße. Ich muss sagen, es gibt geile Modelle teilweise, wo mir auch gefallen. Ja. Aber wenn ich die dann nehme, probiere, ich gucke die Lieferanten an und weiß schon, wie es ist. Nix. Und dann kaufe ich es halt auch nicht. Weil letztlich, wenn ich es kaufe und den Kunden verkaufe und reinmache, ich hafte ja quasi so dafür. Die sagen, Marc, der Marc sein Name, ich kann nicht jeden Ramsch verkaufen. Das geht nicht. Auch wenn ich es auch schön finde optisch, aber geht nicht. So, angezeichnet habe ich es. Ich zeige es dir mal im Spiegel. Also, du siehst den oberen Punkt, genau. Den unteren Punkt siehst du hier. Ja. Da haben wir eine Linienführung, die geht so. So. Okay. Und das ist ein richtig geiles Industrial von der Schräge her, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, passt. Trägst du Brille? Wie bitte? Trägst du Brille auf? Nur Sonnenbrille. Ja, gut. Also ich habe es eh so gemacht, das Brille geht. Wenn du sagst, du hast eine Brille dabei, die du jeden Tag wissen, dann setzt du sie einmal ab. Habe ich nichts. Und sonst, ja, alles okay bei dir? Ja, nur noch eins. Was hast du da gemacht in letzter Zeit? Abitur oder arbeitest du oder was tust du? Ich arbeite, ja. Ich bin Versicherungskauffrau und Künstlerin. Was für ein Künstler, du hast das mit Malen, hast du mir gesagt, oder? Ich male, ja. Stimmt, haben wir ja gemerkt. Was war das nochmal? Porträts, realistische Porträts. Also von Menschen? Genau. Das würde mir jetzt malen. Könnte ich. Wir machen mal ein Porträt hier aufhängen. Wie malst du die? In Bleistift oder in was? Oder? Also in unterschiedlich, hauptsächlich mit Bleistift. Aber machst du nicht am Computer? Also doch, schon. Beides. Ich mache es am PC auch. Hast du so ein Zeichenpad? Genau. Ich habe das nie gesehen. Das ist ein PC. Es fühlt sich an wie Stift und Papier. Wirklich gleich. Genau. Ich kann das sehen. Wie heißen die Dinger? Gibt es ja verschiedene, glaube ich. Ja, ja, es kommt halt immer auf die Marke drauf an, aber das beliebteste ist halt Wacom. Wie? Wacom ist die beliebteste Wacom? Marke. Genau, so heißt die Marke. Die machen halt so Zeichentablet-Stände her. Und aber das kann ich mir vorstellen, ein Kindle, hast du ein Kindle? So ein Bücherkindle? Nein, habe ich nicht, aber es sieht so ähnlich aus, ja. Also von Apple gibt es ja echt schon aus wie ein Kindle. Ja. Und mit denen kannst du auch zeichnen. Aber es ist nicht so, wie wenn ich auf dem iPad Kindle Sachen male, ne? Das ist anders, oder? Es ist ein Glas. Beim iPad spürt man das Glas irgendwie. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber ich glaube schon. Also ich glaube, es ist trotzdem ein anderes Gefühl. Und kann man es auch ganz präzise so genau. Mit dem Widerstand auch, oder was? Genau. Je nachdem, wie stark du aufdrückst, ist es stärker für die Linie. Okay, das ist auch ein Widerstand, wie auf Papier. Genau. Cool. Aber der Stift ist immer gleich dick oder gibt es verschiedene Stifte? Der Stift ist immer gleich dick. Du veränderst den Stift am Computer. Du sagst, ich will einen Filzstift, ich will Füller und so weiter. Genau. Aber immer wenn ich stark drücke, wird es dann auch noch dicker. Genau. Das ist halt das Praktische, du hast alles in einem, du musst keine 10.000 verschiedenen Stifte kaufen und nachfüllen. Aber wenn du, also du kannst zeichnen, oder? Also du hast es drauf, ne? Ich hoffe, sonst könnte ich es ja nicht verkaufen. Dann verkaufst du es auch? Ja. Was kostet so ein bisschen dann? Zwischen 30 und 50 Euro. Je nachdem, wie groß es ist und wie lange es dauert. Aber das zeichnest du nur auf dem Vakuum? Genau. Und das druckst du dann aus? Nein, ich schicke es digital. Okay, und der macht dann damit was? Die können das, was sie wollen, genau. Aber ist es dann vektorisiert oder was ist es? Nein, ich zeige das alles freihandig sozusagen. Also das ist, was ist das für eine Datei, meine ich? Ist es ein TIFF, ein JPEG? Uiuiui. Das Datei einfach mal kenne ich nicht. Jetzt kommt nochmal das zweite Spiel. Ja. Julia. Ja, ich bin ein bisschen beleidigt. Lass die Finger weg. Ist es authentisch? Das ist sehr authentisch. Ja. Wir haben es auch schon gestochen. Ich bin eigentlich ein bisschen mit den Kommentaren dann auch. Das ist süß, ne? Das ist echt süß. Für alle, die zuschauen, Juli ist der letzte Termin heute, VIP-Termin, 17.40 Uhr, Samstag. Ich darf dann nach Hause gehen. Ich brauche jetzt auch ein Wochenende. Ja, ich brauche dann auch ein Wochenende. Das ist immer interessant. Nee, also als was schickst du das? Als JPEG, als PNG? Als PNG, weil PNG hat eine höhere Auflösung als JPEG. Und halt hintergrundlos, ne? Kommt immer drauf an, was der Kunde rein möchte. Okay. Cool. Und was müssen die dir schicken? Ein Foto von sich. Ja, Vorlage halt, was sie halt möchten. Wenn wir zu hinstellen so und dann machen wir ein Porträt und Porträt. Genau. Mit der Maske. Genau. Und sieht es dann aus wie ich? Also ja. du machst das nicht stilisiert, also du machst wirklich ein... Es ist schon ein bisschen stilisiert, weil es halt von mir ist und kein Foto.
Ja, dann kannst du ein Foto auch machen lassen. Aber ja, das ist halt das. Cool, dann ist nicht schlecht. Boah. Sehr schön. Machst du es so nebenberuflich einfach so? Ich mache das nebenberuflich, genau. Ich will es ja überhaupt nicht mal machen. Ja, nicht schlecht. Das ist halt. Ja. So. Soll ich ein kleines Resümee sagen, wie es war? Ja. Es ist ein stechender Schmerz. Ein stechender Schmerz, ja. Es brennt ein bisschen. Also je nachdem, wie wenig das man ist. Es kommt natürlich immer auf die Person auch an. Es ist aushaltbar. Jetzt im Nachhinein brennt es natürlich ein bisschen. Man merkt, dass alles beleidigt, aber. Ja, ein bisschen sehe ich es, aber nicht gut. Ich zeige es in deinem Spiegel. Lass mich mal kurz zeigen. So. Dankeschön. Bitteschön. Aber das war es voll wert, weil so eine Industrial wollte ich immer schon haben. Das war ein Traum. Es ist auch ein cooles Blessing, aber nochmal eine Industrial, du weh, das pfeift kurz, hat man gesehen. Ja? Du hast gehört. Hast schöne Geräusche gemacht, ja, war nicht lustig. Okay. Aber ich möchte auch, das finde ich auch gut, wir möchten nicht, dass der Kunde jetzt irgendwie sich verstellen muss. Du sollst wirklich sagen, wie du dich fühlst. Genau. Im Video, deswegen ist bei uns wirklich uncut, real, ohne Schnitt, ohne Punkt, ohne Komma. Ja, aber es soll halt niemanden abschrecken. Tut's auch nicht, weil man sieht jetzt ja, wie du da sitzt. Ja. Dass man den auf der Bar rausfallen, sieht man ja. Also von dem her. Hat sich's gelohnt? Ja. Ich weiß ja nicht, ob ich heute mit dem schlafen kann. Das weiß ich nicht, aber ich sag's dir eins, wenn es nicht gut geht, der wirklich Piercing-Kissen, das ist so geil, weil du eben das Ohr komplett geschützt hast und frei hast. Überleg dir, das kostet 15 Euro bei uns. Kannst du jetzt auch bestellen im Webshop so, oder mitnehmen? Das habt ihr nicht da? Doch, habe ich da, klar. Ja, das würde ich gerne mitnehmen. Ja, das ist super, weil dann würde ich schnell tun lassen. Dann die Platten nur drin im Lager. Die rechte Seite seid ihr auf der Schaft. So, erstmal die 1,2er Kugeln mit 1,24 weiß sind alles 1,6er. Das hat irgendein Dödel falsch einsortiert. Da habe ich vorher schon Auszucker bekommen. Und zweitens, ich brauche bitte ein Piercing-Kissen. Ich habe es letzte Woche verkauft und die Julia möchte auch gerne eins. Ich muss mir das Premium-Ding holen, ja? Hüpft jemand rüber, kurz dann noch? Ja, ich weiß nicht, wo die sind. Die sind irgendwo drüben. Denn die sind drüben, irgendwo liegen sie rum. Ja? Du hast Dankeschön. Ich habe da vorher auch ein Video gemacht, ich habe mich voll aufgeregt. Die haben mir die Kugeln falsch eingepackt, die rauszukommen. Aber egal. Okay. So. Also, wir gehen die Pflege kurz durch. Ja, bitte. Ich gebe dir mal einen Sprüher von Marks Golden Hands, damit ich es mal aufsprühe, zu probieren. Ja. Das findest du, wenn man eine Pflege kann. Okay. Rein. Das ist Marks Golden Hands. Riech mal. Es riecht. Es riecht natürlich steril, aber es riecht gut. Es riecht nicht so penetrant wie normal. Orange, Rosenöl, Zitrone, Minze, genau, alles drin. Es riecht nach Orange, finde ich. Klingt lecker, ne? Mhm. Also, das ist unser Handhygienespray. Mir ist wichtig, dass du deine Hände wäschst und desinfizierst, bevor du deine Piercings anfängst. Genau. Dann nimmst du bitte Tondelitzkörn G, das kennst du aus den Videos. Genau. Erster Schritt weißt du einsprühen, vorne, hinten. Genau, warten. Einwirken lassen, eine Sekunde, genau. Dann nimmst du eine Küchenrolle, genau. Die machst du vorne und putzt es. Bitte beim Industrial die Außen- und Innenseite nur putzen. Okay. Ja? Also quasi vier Stellen hören, ne? Immer die Helix-Falten. Okay. Danach nimmst du das G. Da reicht es nur die Schlickstellen, wenn du schmierst und das bisschen vor und zurück bewegst. Okay, also wirklich nach vorne und nach hinten schieben. Genau, hoch, runter. Okay, das wird wahrscheinlich heute wehtun. Das machst du halt nicht. Das mache ich heute nicht. Also du kannst den Abend einsprühen, aber bewegen brauchst du es ja nicht. Okay. Das tust du heute nicht an. Aber morgen fängst du dann langsam an. Das tut dann quasi zwicken ein bisschen, aber mit der Zeit geht es vollkommen. Das Konzeptum geht es ja auch. Ja, am Anfang, es hat aber beim ersten Mal einsprühen gar nicht wehtun. Das war echt super. Ich habe nicht erwartet, dass das nicht wird. Das Spray brennt auch nicht. Also viele haben das brennt, das tut nicht gar nichts. Das ist sehr ähnlich. Nein, das will ich dir nicht verkaufen. Also. Nimm bitte die Pflegeleitung mit. Mhm. Soll ich noch alles drin? Oder hast du noch da ein das Konzept? Also bei der Alte habe ich noch daheim. Die gleiche? Die gleiche, ja. Dann kommen wir ich habe es nur das von den Lippen halt durchgestrichen, weil das bei mir halt nicht so gut. Ach, dann hast du die damals gehabt, weil die gerade Zucker gesprochen hat. Dann nimm jetzt die beiden mit dir. Okay. So, meine liebe Julia, hast du noch Fragen? Nein, eigentlich nicht, nein, danke. Gut, das Piercing-Kissen kriegst du gleich, gibt es übrigens für 14,95 im Webshop oder bei uns und das Marks Golden Hands gibt es übrigens auch im Webshop oder auch bei uns. So, hast du noch Fragen? Nein, du weißt, Haare färben ist verboten, sechs Wochen. Ja. Schwimmen gehen bis hier, untertauchen nur in Salzwasser. Genau. Chlorwasser will ich gar nicht reingehen, nein, außer du hast einen eigenen Pool, perfekt. Und sonst
ein Geheimtipp, und das ist auch immer geheim, Haare zusammenbinden. Ja, das weiß ich, ich habe schon oft gehört, dass die Leute sagen, die Haare bleiben hängen. Genau. Aber jetzt ist es eh so heiß. Die Binde zusammen ist umso besser. Oh. Oh, Kamera ist schlecht geworden. Wir haben so viel gelabert, ja. Ich habe mich totgelabert, ja. Ja, das kann man sagen. Also die Kamera ist totgelabert worden von mir. Wir haben ja alles gesagt, was wir sagen wollten. Genau. Du hast keine Fragen mehr, bist glücklich. Ja. Dann sage ich danke dir fürs Stecken. Du würdest es nochmal machen, Julia? Auf jeden Fall. Gut. Also jetzt ist es auch langsam schon abgeflogen, jetzt tut es auch niemand mehr weh. Passt, super. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, baba. So, meine Liebe. Schwupps.